Hallo zusammen, ich möchte ein bisschen über den Nocebo-Effekt reden. Da gab es letztens ein schönes Beispiel, und zwar war da ein Fußballstadion und da war ein Spiel, und dann haben vier Menschen aus ein Getränk aus einem Getränkeautomat getrunken und mussten dann erbrechen. Und dann wurde über die Stadionlautsprecher verlautbart, dass man doch bitte aufpassen soll. Es könnte sein, dass hier Getränke im Automaten sind, die Erbrechen auslösen. Was ist passiert? 100 weitere Menschen haben erbrochen, die aus diesem Automaten etwas getrunken haben. Die hatten Ohnmachtsanfälle und so weiter und so fort. Und was hat sich am Ende herausgestellt? Es lag gar nicht am Getränkeautomaten. Ja. Und was ich damit sagen will, ist, der Nocebo-Effekt wirkt nicht nur in diesem Fall, sondern er wirkt auch, wenn wir uns Dinge anschauen, Narrativen Glauben schenken, die uns Angst einflößen sollen. Ja, wenn wir Nachrichten schauen und da ist dauernd von Mord und Totschlag die Rede und von davon, dass wir an allem schuld wären oder dass wir Dinge falsch machen, oder da werden Dinge gezeigt, wie man sie zu tun hat, und wir leben aber nicht nach dem, was uns da gezeigt wird, und wir haben dann Schuldgefühle und denken, wir machen etwas falsch. Allein dieser Gedanke, genauso wie dieser Gedanke, oh, ich habe gerade etwas Schlechtes getrunken, führt dazu, dass wir am Ende das glauben und darauf reagieren. Ja, unser Körper reagiert am Ende auf genau diesen Gedanken, und uns geht es schlecht. Ja, wir werden krank. Ja, wir werden unglücklich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dieser Effekt ist nicht zu vernachlässigen, denn dieser Effekt hat wirklich ganz, ganz viel mit unserem Leben zu tun. Und wir denken, ach, das ist völlig normal, wenn wir uns hier, wenn wir nicht selber denken, wenn wir einfach Dinge übernehmen, die uns gesagt werden. Und am Ende merken wir dann auch, irgendwas fehlt hier, irgendwie geht's mir nicht gut, irgendwas ist hier nicht ganz in Ordnung. Und das ist eben dieser Einfluss, ja, dieser Nocebo-Effekt, Dinge, die einfach nicht stimmen oder für dich nicht stimmig sind, für dich nicht passend sind. Es gibt keine universellen Wahrheiten. Außer dass, wenn ich jetzt hier das Handy loslasse, dass es auf den Boden fliegt. Ja gut, das ist ein physikalisches Gesetz. Aber alles darüber hinaus, ja, über die normalen Naturgesetze hinaus, ist einfach eine Wahrheit, die man für sich selbst finden muss. Und wenn man das nicht tut, dann also sich auf diese Suche begibt und Dinge übernimmt, dann ist es so, als ob man versucht, einen viereckigen Bauklotz in ein dreieckiges Loch reinzustecken. Es funktioniert nicht. Es geht nur mit Gewalt, es geht nur mit Angst, es geht nur mit daran rumsägen, ja? Also quasi dich selbst verändern, krank. Das führt dann zu Krankheit, das führt zu Depressionen, das führt zu Unglück und so weiter und so fort. Deswegen fand ich ein sehr schönes Beispiel mit diesem Nocebo-Effekt. Deswegen wollte ich das mal teilen. So viel dazu hier vom Feuerbach. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.